Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf dem Bienenberg-Kanal. Worum geht's heute? Ich zeige euch das mal. Heute geht es darum. Schaut mal hier, um das hier. Nein, das ist kein Staub, das ist mein Hund. Na, zumindest ein Teil davon. Viele von euch haben ja auch Hunde und mein Hund, der Rico, begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren und er ist ein total unkomplizierter Hund, ist halt ein Hund, wie ein Hund sein soll. Er schlägt an, er bellt, beißt aber niemanden, aber trotzdem, er macht immer so ein bisschen einen auf Welle, ist aber ein total verkuscheltes Tier, wenn er dich erstmal in dein Herz geschlossen hat. Diejenigen, die in der Streuobstwiese schon mal waren oder die mich besucht haben, die wissen das. Der kleine Rico, das ist so ein richtiger Womanizer. Er hat aber ein Problem. Wie viele Hunde aus Südeuropa hat er. Und zwar wie verrückt, das ganze Jahr über. Und das, was ihr hier seht, hier, das ist die sogenannte Unterwolle. Und diese Unterwolle, die hat er das ganze Jahr. Mal mehr, mal weniger. Das kommt immer so ein bisschen in Schüben. Übers Jahr verteilt. Das ist ganz, ganz weich, ist auch ganz leicht. Also lässt sich auch schön anfassen, aber es nervt auch. Es nervt nicht nur mich, weil es überall in der Wohnung rumliegt und an den Klamotten hängt oder auch mal im Essen ist, weil diese feinen Härchen, die sind total leicht, die fliegen durch die Luft, die sind halt überall in der Wohnung und du musst wirklich ständig saugen, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und das nächste ist, die Staubsaugerbeutel sind ständig voll. Aber nicht nur das nervt, sondern es nervt auch den Hund, weil mitunter kommt es manchmal vor, dass es ihn dann auch quält und dann versucht er sich die Haare halt abzureiben. Ich habe jetzt im Laufe der letzten Jahre ganz viele Bürsten ausprobiert, mit denen man diese Unterwolle, also dies hier, was ihr gerade gesehen habt, das sind, ne, dies hier, wie man die aus dem Fell kriegen kann. Ich habe natürlich günstige Bürsten gekauft. Ich habe auch teurere Bürsten gekauft. Aber immer war das Ergebnis, dass ich entweder die Wolle nicht richtig rausbekommen habe oder aber, dass es dem Hund wehgetan hat, weil diese Borsten oder diese Bürsten dann wieder Haken hatten und ihn dann einfach auch die anderen Haare mitgezogen haben. Also das hat auch dem Hund nicht gefallen. Und so sind einige Euros ins Land gegangen und ich habe keine richtige Fellpflegebürste für meinen Hund bisher finden können. Aber im Sommer habe ich jemanden getroffen, der mir dann den Furminator empfohlen hat. Viele von euch kennen den vielleicht und diejenigen, die den noch nicht kennen, den will ich heute euch mal zeigen. Der Furminator, den habe ich dann im Sommer ausgeliehen und ausprobiert und war völlig begeistert. Nicht nur ich, sondern mein Hund auch. Denn erstens kriegt das dieses Teil hier wirklich die Unterwolle aus dem Fell. Und das zweite ist, der Hund mag das sogar, weil es ihm die normalen Haare nicht ausreißt. Das Ganze sieht so aus. Das gibt es in verschiedenen Größen. Ich glaube, ich habe jetzt hier die mittlere Größe, also das, was ich im Sommer auch hatte. Habe das auch schon mal aufgemacht. Und das ganze Teil sieht also so aus. Also, das ist eine sehr robuste Variante. Ich komme mal ein bisschen näher. Das ist eine sehr robuste Variante. Das ist ein schöner gummierter Griff, der auch gut in der Hand liegt. Ihr habt hier ja solche, kann man also gut anfassen hier. Ja, liegt also gut in der Hand. Und dann hat er hier solche Edelstahlklingen, so Edelstahlbürsten. Ja, schaut mal. So, ich hoffe, die Kamera fokussiert das ordentlich. Ja, so, und diese kleinen, feinen Edelstahlbürsten, die kommen wirklich so in das Fell rein, dass sie die Unterwolle rausziehen, aber das normale Fell halt nicht kaputt machen, beziehungsweise nicht ausreißen. Das zweite, was bei diesem interessant ist, ihr habt hier oben so einen kleinen Druckknopf. Und wenn ich den drücke, ja, wenn ich den drücke, achtet jetzt mal hier unten auf die Klingen, dann schiebt sich so ein, ich sag mal so ein kleiner Schieber, hier hinten kann man das besser sehen, schiebt dann also die Unterwolle von der Klinge weg oder von der Bürste, ich nenne es auch mal Klinge,
Ja, und man kann die Haare also schön auch aus diesen ganz feinen Ritzen hier herausbekommen. Ist also auch eine sehr saubere Variante. Wir gucken gleich mal bei meinem Hund beim Bürsten, was da so alles rausgeht. Auch wenn man denkt, man hat schon alles raus. Ist also ganz beeindruckend. Ja, und dazu muss ich auch mal wieder an euch Danke sagen. Denn dadurch, dass einige von euch über meine Amazon-Links einkaufen, war es mir auch möglich, über die kleinen Provisionen, die ich dadurch bekomme, mir diesen Fulminator mal zu bestellen, weil der ist nicht billig. Link packe ich euch unten rein, könnt ihr euch angucken. Auch die anderen Modelle, die es davon gibt, gibt es auch noch für Kurzhaar und für Langhaar. Ich suche euch das raus, verlinke euch das unten. Ja, und jetzt schauen wir uns noch mal kurz an, wie das denn aussieht, wenn ich das Ganze und wenn ich die Unterwolle rausziehe. Und dann wollen wir doch auch mal direkt loslegen. Rico, der Hund, hier ist er, der schon da. Wenn er den Furminator sieht, dann ist er auch schnell da. Und jetzt geht's los. Schaut mal, nur ein Strich durchs Fell und schon ist diese Bürste voll. Guckt mal, das ist also diese Unterwolle. Man wundert sich also, wie viel da drinnen steckt. Na, ihr habt also gesehen, da kommt ordentlich was bei raus. Das habe ich mit keiner anderen Bürste hinbekommen. Jetzt wollen wir das Ganze mal nur an dieser braunen Stelle machen. Dann könnt ihr mal sehen, wie viel man da rausholt. Das glaubt man einfach gar nicht, was da einfach für Unterwolle in diesem kleinen Fellstück drin hängt. So, einmal rübergegangen, machen wir jetzt nochmal. Nochmal, immer, ich gehe immer nur über diesen braunen Fleck. Und nochmal. Der Hund genießt das. Ja, und ich meine, es ist schon fast eine Handvoll und das ist immer noch nicht fertig. Also, da kann man noch einige Male durchgehen. Ein bisschen am Kopf noch, genau. So wie es der Hund anzeigt. Guckt euch das an. Und da kommt er schon wieder, der kleine Rico. Soll es nämlich weitergehen. Jetzt bürsten wir nochmal wieder nur über diese braune Stelle. Schaut mal, und immer noch so viel. Man weiß eigentlich immer gar nicht, wo kommt diese ganze Unterwolle her. Es ist also sagenhaft, es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wie viel Fell dieses Tier mit sich rumtragen muss. Und Rico lässt sich das gefallen. Dadurch, dass er die Körperhaltung jetzt ändert, zeigt er auch an, wo man weitermachen soll. Das klappt also auch sehr gut. Ja, und dann macht man da halt auch weiter. Den Hund soll man zu nichts zwingen. Ja, braver Rico, ne? Das alles kommt nur von dieser einen kleinen Seite von dem Hund. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Wolle das nachher sein wird, wenn der Hund komplett ausgebürstet ist. Da liegt noch ein kompletter zweiter Hund dann daneben, nur aus Unterwolle. Ich bin von diesem Teil wirklich, wirklich begeistert. Deswegen erzähle ich euch das auch mal. Da will ich nicht hinterm Berg halten. Selbst mein Hund, der freut sich, wenn er hier mit bearbeitet wird. Das habe ich auch bei keiner anderen Bürste gehabt, weil ihm das immer irgendwie unangenehm war und wehgetan hat. Aber das haben wir hiermit nicht. Ja, das soll es dazu zu diesem Video mal gewesen sein. Vielleicht habt ihr diesen Furminator, heißt der, glaube ich. Oder Furminator, je nachdem, wie man es ausspricht. Vielleicht benutzt ihr den bei euren Hunden auch. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche Erfahrung ihr gemacht habt. Oder wenn ihr eine ähnliche Variante habt wie diese hier, oder eine ganz andere Variante, die man unter Wolle rauskriegt, dann schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, welche Erfahrung ihr damit gemacht habt. Jo, und in dem Sinne, das war es auch schon wieder von diesem Video. Schaut euch den Link dazu mal an. Und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bienenbär. Ciao.